nein, 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 nein. Ja, prima. Du bist hier falsch. Langsam, sonst fängst du dir ne... Nimm das, Arsch! War das in einem anderen Raum? Ah, doch, hier. Sind doch auch Drogen, aber mit denen kann ich gar nichts machen. Hä? Veräppeln? Uiuiui. Diese Waffe kann ich im Inventar haben und komplett verstecken? LOL. Na, das ging aber früher nicht, ne? Und das... Hui. Das gefällt mir jetzt so gar nicht, ne? Ha, eine Verkleidung, cool. Was hatten Sie sich jetzt an der Wertung getan? Meine Wertung war doch jetzt gerade echt ganz gut, oder? Ruhigstellung. Irgendwie möchte es gar nicht. Da müsste ich jetzt nochmal Checkpoint laden. Kontrollpunkt neu laden. Lass, mach mal einfach. Oh. Greifen Sie zu! Was mutzt denn mit? So. Da noch irgendwas? Ich frage mich halt auch, wo ist denn das dritte? Dings, wobei, das. Da oben war ja scheinbar gar kein Dings zum. Vergiften. Kommen Sie, solange noch halt. Hey, aufpassen, ihr zwei! Ich bezahle euch nicht fürs Rumsitzen! Ohne meine Erlaubnis kommt niemand hier rauf! Ich frage mich gerade, habe ich jetzt eigentlich die Kleidung da freigeschaltet? Snowman! Ja, ja, du weißt schon, wer dran ist. Schwing deinen Arsch hierher. Ich will das in das Schlecht. Greifen Sie zu! Frisches Gemüse vom Bauernhof! Kommen Sie, frisches Gebraten ist hier. Schneid ihn ab, solange er still hält. Okay. Cool. Verkleidung aufgeflogen. Ja, das zählt hier weiter. Welches ist denn dann die dritte Kleidung? Juhu! Ey, komm. Kontrollpunkt. Ein bisschen Blödsinn machen. Ich will die Kleidung. Was ist die vierte Kleidung? Das will ich jetzt wissen. Öffnen. Und köstlicher Hund. Ja, mir geht's gut, alles in Ordnung. Oh mein Gott, köstlicher Hund. Ja, wahrscheinlich. Thunfisch. Thunfisch, Bockschei. Sehr lecker. Ja, krieg ich eine Tüte. Hi, wie viele wollen Sie? Ja, das da ist doch hier. Ey, aufpassen! Das beunruhigt mich. Ruhig still. Ach, muss ich hier noch. Hey, komm. Jetzt wird's persönlich, was? Ich will nur wissen, ob das die richtige Kleidung ist. Ja. Kontrollpunkt. Okay. Das man hat, glaube ich, nicht gezählt mit den zwei unterschiedlichen Polizeiuniformen. Was gäbe es denn dann noch für eine Uniform? Oh ja. Naja. Verkleidung meine ich natürlich. Also, man sieht ja quasi hier. Gemüse. Hey, die haben hier Fisch.
vielleicht eine rote und eine blaue für... Guck. Also hier... Ja gut, Polizei, die sehen gleich aus. Kommt niemand hier rauf, Mann. So. Ich hier doch nochmal. Der eine ist mit Hut, der andere ohne. Wohin so schnell? Eine Polizei draufstehen, der andere hat einen Stern an der Jacke. Sind doch im Prinzip zwei verschiedene Uniformen, oder? Oder habe ich eben zweimal dieselbe angezogen? Ja, der hat auch eine Mütze auf. Na ja, egal. Danke, dass Sie gewartet haben. Was darf denn sein? Lachs! Thunfisch! Hey, Sie sehen gut aus. Meine Versicherung. Bestellen Sie gleich jetzt. Sehr lecker. Okay, ich bezahle in Wein. Oh, Fräulein. Okay, das macht 5,99. Gibt tatsächlich welche mit blauem und welche mit rotem Kittel. Sir, hier ist Ihr Wechselgeld. Alles klar? Bitte gehen Sie weiter. Okay, Sie möchten den Lachs. Sache der Polizei. Danke. Hast du meine E-Mail gekriegt? Ich bin am Eingang. Wir haben alle Arten von Fisch. Mhm. Ach, jetzt ist der schon... Frisches Gemüse. Jetzt ist der schon da. Austernsauce, brauner Reis, Brokkoli. Na, ich muss da mal weggehen. Verschwinden Sie, Kumpel. Fische, ja, ich bin schon weg. Geh weg. Jetzt guckt er mir auch noch zu. Frische Meeresfrüchte, greifen Sie zu. Ja. Frisches Gemüse vom Bauernhof. Austernsauce, brauner Reis, Brokkoli. Oh, hat keiner was gemerkt, sehr schön. Ich möchte jetzt zu gern nochmal da hoch und gucken, ob ich vielleicht das Gewehr einfach mitnehmen kann. Das wäre vielleicht auch cool. Das wäre hier, ne? Komm, bevor ich jetzt irgendwas... Scheiße! Nicht schon wieder. Alles klar. Komm, mach mal schneller. Kommen Sie raus! Als ob der jetzt... Nein! Oder ist auch sonst gerade niemand hier oben? Ich kann diese Drogen vergiften? Jetzt? Fehlt mir jetzt etwa der Fisch? Das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Oder doch? Da kann ich mich verstecken. Oh ja, auch zu regen, glaube ich. Nein, kannst du dich auch so regen. Ja. Ja, der Typ braucht, glaube ich, jetzt noch eine. Hey, ich muss Sie höflich bitten, von hier zu verschwinden. Sorry. Ja, und grüß deine Mutter von mir. Hoppla. Was ist mit dem eigentlich? Ach, würde der da unten diese Drogen. Oder auch da oben? Hä? Ja, weil ich jetzt hier bin. Der geht an diese Drogen ran. Genau, wo bist du denn? Bist du... Nein, bist du nicht? Der hat die auch eingesteckt. Okay. 7 Uhr abends. Alles klar, Alter? Naja. Hallo, vielen Dank, dass Sie rangegangen sind.
Ich weiß ja, nicht. Alles klar. Vielen Dank nochmal. Ja, woher soll ich denn wissen, also, dass chinesisches Neujahr ist? Los, mein Lauf! Kann ich nichts machen, ne? Komm ich in 12 Stunden wieder. Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt einfach zum nein. Ausgang. Ich würde sagen, genug rumgespielt. Frage mich aber auch schon ein bisschen. Was ist mit dem Typen? Oh, da ist er. Ich glaube, den verfolge ich jetzt immer noch ein bisschen. Gucken, was der macht. Da ist auch noch was. Da ist was. Wahrscheinlich Beweis oder so. Ja, ich kann einen 20er wechseln. Oh, warte mal. Einsatzziel ist ja sonst eigentlich nichts, ne? Punkt. Ich bin entdeckt worden? Wann? Wie? Wo? Aber wahrscheinlich eben da, als ich da reingehechtet bin. Ah, Mann. Ja gut, dann ist es mir relativ egal. Dann gucke ich mal, was passiert. Schön wieder hinlegen, Sir. Ganz langsam. Auf die harte Tour. Keine Bewegung. Ja, cool. Weg hier. Tschüss. Sie können nicht fortfahren. Ja. Ja, komm. Nein, nicht neu starten. Kontrollpunkt. Ich will das, das jetzt nochmal. So. Neu und gebraucht. Lernen Sie Kantonesisch in einer Woche. Ich bin in China. Nein, ich hatte vor einer Stunde einen Abschlussfahrer. Ich weiß. Ja, gut. Ich glaube, das wäre vielleicht das Beste, wenn ich jetzt direkt erstmal zu diesem Küchending gehe. Ohne meine Erlaubnis kommt niemand hier raus. Verstecken. Genug für alle da. Greifen Sie zu! Oh, jetzt. Okay, ich meine, okay, Gelegenheit gerade. Fisch. Schönen Tag noch. Fisch. Salat, meine Freunde. So. Ma'am, bitte, gedulden Sie sich. Sie kommen doch gleich dran. Ja, kommen Sie, frisches gebratenes Teriyaki. So, direkt. Vergiften, so. Das ist auf jeden Fall schon mal erledigt. Jetzt gucke ich mal, dass ich direkt rüberkomme zu dem anderen Ding. Und dann müsste ich irgendwie, wenn ich bei dem anderen Typen rankomme und den seine Kleidung kriege, könnte ich da oben rauf. Seien Sie nicht dumm. So, Drogen vergiften. Und jetzt habe ich wahrscheinlich kein Gift mehr übrig. Ich bin die Nächste. Um noch mehr Drogen zu vergiften. So. Hinten lang rennen. Geht das nämlich? Gut, und da haben wir auch gleich den Typen schon weg. Wir haben alle Arten von Fisch. Stinkenden Fisch. Jetzt frage ich mich. Alles dauert aber etwas länger. Okay, wo geht's weiter? Da kann ich nicht nochmal holen, ne. Okay, jetzt kann ich es riechen. Riechen Sie nichts, sie ist doch was. Ganz wie zu Hause bei Mama. So, ich möchte doch, ehrlich gesagt, auch nochmal hier hin. Ach, Scheiße, nicht schon wieder. Okay, legen wir los.
Verdammte Scheiße, das ist ja alles durcheinander. Hey, mit der Flasche könnte ich ihn dann vielleicht auch wieder da vorlocken. Wie ist denn das? Kann ich hier eigentlich auch durch Schlüssellöcher noch gucken? Komm, guck aus dem Fenster. Guck doch aus dem Fenster, Mann. Nur das Gewehr hier klauen. Hier kann ich nichts weiter vergiften. Ich könnte den Typen halt es einfach so ausschalten. Ich könnte es auch lassen. So, hier ist es halt der, ne? Was macht der da eigentlich? Fällt er jetzt eigentlich auch um? Weil er von den Drogen kostet oder so? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Nächste Frage. Der ist halt immer noch da in der Stube drin, ne? Oh, da ist auch noch mal was, was ich betreten kann. Braucht sich jetzt nur noch eine andere Möglichkeit, hier rauszukommen. Mhm. Jetzt geht er da hin. Sag bloß, der benutzt das jetzt und geht dabei drauf. Ich beobachte das erstmal ein Momentchen. Hm. Und jetzt ist er wieder da. Jetzt zündet er sich eine Zigarette an. Cool. Aber es passiert nichts. Der Typ ist halt einfach da. Die Tür ist zu. Und er kommt auch nicht mehr raus, so wie es aussieht. Hm? Na, der war schnell aufgeraucht. Junge, mach doch mal was. Jetzt guckt er wieder aus dem Fenster, also ich glaube, das wird nichts. Könnte den jetzt einfach wegmachen. Oder stoßen, erdrosseln. Ich würde ihn ja gerne einfach nur K.O. machen. Was passiert jetzt? Er hockt sich hin. Sieht man mal schön, ganz normal. Oh, ich könnte natürlich jetzt auch gucken, dass ich es geschafft kriege, irgendwie abzuhauen. Wofür ich natürlich da vorbei muss. Oder ich erdrossel den Typen halt doch. Halt doch mal auf, Tür. Nutzt sein Handy.
muss schon irgendwie auch aufpassen. Ach, das ist irgendwie selbe Prozedur. Zieht es quasi die ganze Zeit diese, immer nur dieselbe Prozedur durch. Ja, wäre eigentlich jetzt na komm. Ich mach den mal kurz weg. Erstmal die. Ja, nicht Zieltodesfall. Es gibt natürlich jetzt Abzug. So, wie ist es? Den kann ich hier im Schrank loswerden. Ja. So. Mal gucken, ich hoffe mal, dass sich der Todesfall, der Nicht-Ziel-Todesfall, jetzt auch wirklich lohnt. Hallo, ja. Dass es sich lohnt und nicht da jetzt. Was? Boah, was? Boah. Steck das doch einfach gleich weg. So. Ich will ja nur mit dem Outfit. Hi. Das da aufsammeln. Sauber, 1 von 2. Was sagt bloß? Es gibt noch ein. Noch ein Beweisstück. Ja, offensichtlich dann, ne? Mal gucken, was mit dem in der Verkleidung so alles geht. Nee, nennt sich Eindringen. Hier ist aber sonst niemand, ne? Komm, dann gehen wir mal kurz hier hoch. Hier ist aber sonst weiter nichts. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Wo gäbe es denn da noch mehr Beweise? Und hätte es oben in dem Kabuff noch was gegeben? Ich möchte auch gerne meinen Anzug wieder haben. Fällt mir gerade wieder auf. Oh Mann, da muss ich ja doch irgendwie gucken, dass ich da oben rauskomme. So, da ist der, die tote Zielperson. Ja, weil ich jetzt hier bin. Genau, wo bist du denn? Sir, das ist Belästigung. Darf ich Sie daran erinnern, dass ich Polizeibeamter bin? Was möchten Sie? Okay, okay, setzen Sie sich. Tut mir leid. War keine Absicht. Hier ist sonst nichts. Okay. Dann. Ich weiß ja nicht. Hi. Dann gehe ich jetzt da wieder hoch. Und gut, es hat sich jetzt quasi bloß gelohnt, um ja, dieses Beweisstück zu sammeln. Feindliches Gebiet. Mit dem Scheiß auf. Hä? Geh noch ein Stückchen weiter vor, ja. Ja, nice. So, dann kann ich mich hier aus dem Gebiet rausgehen, ohne dass er mich dafür gleich anpöbelt. Nice, das hat geklappt. Dann benutze ich jetzt da drüben die Tür. Durch die muss ich ja dann jetzt raus.
Und dann bin ich mal gespannt, ob das Level damit tatsächlich vorbei ist. Also es wäre dann im Prinzip ja echt schon ein ziemlich kurzes Level. Man muss einfach nur hingehen, den Typen vergiften und tschüss. Wenn man sich jetzt nicht noch irgendwie weitere Sachen noch groß ansieht und so. Chinatown verlassen. So, Abzüge gibt's für den getöteten Typen. Spende für den alten Tag. Hey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch. Ven acá, mami. Ven acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Na, was führt sie in mein bescheidenes Heim? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency soll von mir aus spioniert werden, oder was? Sind sie verrückt? Ja, sie sind verrückt. Wie viel ist ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. Chameleon 1, freigeschaltet, versteckt sich 47 im offenen Gelände, füllt sich sein Instinkt wieder auf. Okay. Nächste Stufe, verbessert die Fähigkeit von 47 mit der Umgebung zu verschmelzen. Nächster. Punktzahl, Gesamtlevel. Schatten. Schauen wir mal. Ich habe einen Nicht-Ziel-Todesfall. Ich habe einen Beweis beseitigt. Eine Leiche versteckt. Ja. Lautloser Kill. Markenzeichen Kill. Ja. Ziel Kill. Ja. Ich habe eigentlich nur dieses eine, der eine Nicht-Ziel-Todesfall von diesem, wegen diesem Typen, dass ich in. Das mir ein bisschen Abzug gegeben hat. Boah. Kann ich mir leben. Der König von Chinatown. Gesucht und gefunden. Anzugpflicht. Ach. Ja, das ist jetzt noch eine. Das ist jetzt eine Frage. Mit die Sache mit Anzugpflicht. Wäre das. Alle Verkleidungen finden. Weil ich bin ja jetzt mit dem Anzug selbst abgehauen. Ich hatte den Anzug an, als ich weg bin. Ist das in dem Spiel wieder egal, mit welchem Outfit ich abhaue? Chameleon, nicht verendet. Oder war Chameleon? Chameleon war das mit den Anzügen. Mit den Outfits. Aber was bedeutet das dann mit dem Anzugpflicht? Ich hab doch den Anzug. Oder, heißt das, ich darf mich nicht umziehen. So ganz und gar nicht. Okay, aber auf jeden Fall hätte man wohl noch eine UMP finden können. Ja, das da habe ich ja gefunden, sogar mitgenommen. Hätten wir wohl noch einen Revolver finden können, eine UMP. Und was noch? Suchen gefunden, Dealer, Markthändler. Polizist von Chicago. Zweifel zum Preis von einem Todessturz. Axt, Siegelstein, ja, Beweis.
waren am Boden. Viele Tiermesser. Keine Macht den Drogen habe ich nicht vollendet. Mann am Boden. Benzinkanister habe ich geholt, ja. Exotischer Kaffee. Ach, da hätte ich ihm den Kaffee, wenn ich ihm Kaffee wohl vergiftet hätte. Na, ich nehme mal fast mal an, dass diese Herausforderungen wohl auch Sachen sind, die gespeichert werden. Wohl und diese Sachen mit gesucht und gefunden, dass man das einfach nur in der Hand mal gehabt haben muss. Beziehungsweise beim nächsten Durchlauf wird halt, was man dazu findet, wird dann dazu addiert und was man schon hat, das hat man, das bleibt auch. Ja, sie wurden ab... Och, das ist doch mal wieder ein Quatsch. Flasche. C4. Ja gut, das hat's ja auch alles, habt ihr ja auch alles jetzt nicht nochmal aufgesammelt teilweise. Sondern hatte es ja einfach nur einmal in der Hand. Nach dem Kontrollpunkt laden. Na, da gibt's ja noch ein paar Sachen. Verschleierter Tod, Teil 1. Verschleierter Tod, Teil 2. Meister, ach du Scheiße. Ja gut, da gibt's wohl dann noch einige Herausforderungen, die man so machen kann. Weiter. Warten. Worauf? Noch haben Sie eine Chance. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job brauchen wir keinen Hammer. Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie. Sie dachten nicht wie Sie. Okay, ich würde sagen, war's das für diese Folge und was hier in diesem Gebiet hier abgeht, das sehen wir dann in der nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen.